Hallihallo, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Far Cry 4. Jo, die These, die ich letztes Mal ja aufgestellt habe, im Sinne von, dass die Story so ein bisschen undurchlässig ist, wurde ja irgendwie bewiesen. Denn es gab ja nirgendwo so richtig hundertprozentige Hinweise im Sinne von, hey, ich gehe jetzt mal hier nach so und so und erledige die Quest und dann musste man wohl wirklich erst diese Art Hauptquest starten, die mich jetzt wirklich dazu gebracht hat. Ich hatte ja in der letzten Folge die Entscheidung, ob ich ihm oder ihr helfe. Ich habe ja dann die Geiseln befreit und sehe da, jetzt haben wir wirklich eine Questreihe für Sabal und die junge Dame ist gerade nicht auffindbar, also hat sie wohl momentan nichts für uns zu tun. Aber auf jeden Fall ist es ja, dieses hier, das fehlte uns ja so ein bisschen. Kampagnenmissionen, ne? Dass wir da wirklich weiterkommen. Dass die Story jetzt auch nicht liegen bleibt. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. Und mit der Kollegin da nicht hoch. Weiß ja nicht, wie man eine Leiter besteigt. Dann machen wir es halt so. Ist ja merkwürdig. Nicht. So, dann. Der Junge muss auch wissen, wie man eine Leiter hochgeht. Na also. Denn ich habe ja, wo ich eben drauf geschossen habe, dieses Propaganda-Poster. Die kann man ja sammeln und dann, was haben wir da? Wie komme ich denn da jetzt dran, ne? Ernsthaft, wie kommt man da dran? Ich bin doch noch so klein. Wie komme ich da jetzt dran? Kaputt schießen geht nicht. Leute, wisst ihr mehr als ich? Oh, ich habe schon wieder einen Adler. Kann man da irgendwie auf den Vorsprung klettern? Da ist schon wieder eine Karma-Mission. Aber die machen wir jetzt mal nicht. Denn ich bin jetzt auf Mission Plakat. So, das Plakat ist jetzt unter uns. Ne? Eigentlich. Ich sehe es noch nicht mal. Ich probiere es jetzt auch ein paar Sekunden, dann lass mal das Plakat auch erstmal Plakat sein. Oh, yes, baby. Kopfschuss. So, du bist frei, Kollege. Jetzt muss ich dich aber nur noch frei machen, ne? Na gut. Du kannst ja weit springen. Hier ist aber auch nicht runterfallen. Hier an der Wand hier nur das Plakat. Och, Junge, guck hoch. Also hängt es jetzt genau. Ja, oh. Hilfe!
Oh, der hält aber viel aus. Ist hier schon wieder irgendwo der Feind? Ups. Entschuldigung. Die sahen so feindlich aus. Wenn wir da runterspringen, dann fallen wir immer direkt durch. Nur da dran. Wir können aber auch nicht irgendwie klettern. Ach komm. Wenn jemand weiß, wie man da dran kommt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten halten wir uns das mit so einer in Klammern Unnicklichkeit nicht weiter auf. Denn die Story wartet. Bitte? Leute, ihr habt den Sender Freies Kyrat eingeschaltet und ich bin Rabbi Rayron. Ja, Rabbi, Rabbio, Ravioli. Der hat uns ja auch mal eingeladen, der Rabbi. Also, ich möchte über Rita reden, furchtlose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des goldenen Pfads. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussieht. Das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Hm? Was ist los? Was denn? Helf mir! Helf mir! Okay. Nimm weniger von den Pillen, Schätzchen. Kunde auch mal sie halt. Ihr hört Rabbi Ray Rana vom Sender Feuers Kyrat. Mal ehrlich, Umerziehungslager, Zwangsarbeit, Polizeigewalt, Bürgerkrieg. Das sind keine guten Zeiten, meine kyratischen Brüder und Schwestern. Aber wer ist verantwortlich für unsere Misere? Paganmin. Sagen wir es ganz offen, reden wir über den Elefant im Porzellanladen. Paganmin, ja. Sein Name klingt wie der einer kantonesischen Death-Metal-Band. Paganmin, er sieht aus, als hätte er irgendjemandes Halloween-Kostüm geklaut. Vorsicht. Er sieht aus, als hätte er einen metrosexuellen Zuhälter ausgeraubt. Ja, er ist der psychotische Irre, der den Anführer des Goldenen Pfades ermordet hat und nun alles tut, um unser stolzes Erbe als wahre Söhne und Töchter Kyrats auszulöschen. Aber wisst ihr was? Wir sind noch hier. Wir sind immer noch hier und der Goldene Pfad ist auch noch hier. Naja, der wird doch immer bleiben. Bis ich ihn irgendwann rausschmeiße. Aber wir sind immer noch hier als stolzes Volk. Und wir hören nicht auf, bis Pagan und all seine Gouverneure tot sind. Ja, das stimmt, all seine Gouverneure, jeder einzelne, nur Huma und Paul. Und wisst ihr was, Leute, Brüder und Schwestern, wenn das geschehen ist, dann werde ich auf ihren Gräbern tanzen. Ich werde auf ihren Gräbern tanzen und einen großen Haufen raufsetzen. Na klar, seit er wieder drauf kacken muss. Cello! Einen Haufen werde ich auf scheißen auf ihre Gräber. Los, Toto, tanz mit, Mann! Da sind wir wohl ein wenig aufgesetzt und ich glaube. Ja doch. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Paganmin will nur das Beste. Naja. Klopf, klopf. Hallo. Oh. Dankeschön. Sabal, unser Held kehrt zurück. Dein Einsatz im Rebellencamp hat viele Leben gerettet. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht.
Amita hätte unsere Leute sterben lassen. Und wofür? Für Informationen, die wir vielleicht gar nicht brauchen? Recht hat er. Es gab nur diese Möglichkeit, Bruder. Dein Vater hätte dasselbe getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor Moran starb. Deshalb sprang ich in die Bresche. Denn ich kannte deinen Vater und respektierte seine Vision. Und wie passt Amita in die ganze Sache? Hör mal, ich gebe zu, sie hat Gutes getan. Aber niemand braucht zwei Köpfe. Nicht, wenn man was erreichen will. Das hat mir dein Vater beigebracht. Du musst begreifen, was ihn antrieb, was uns antreibt. Geh zu dem Kloster. Er kann natürlich auch aber auch ein falsches Spiel spielen und sie ist jetzt die wahre Führerin, ne? Ein kultureller Austausch. Jetzt mal davon abgesehen, ich kannte deinen Vater, ist unser Vater nicht hier dieser Kerl, der uns am Anfang geführt hat? Dieser Hauptcharakter der Story vom Spiel? Deine Mutter und ich? Okay, steige ich noch nicht so ganz hinter, aber wird schon. Onkel Pagan hier wollte nur hören, wie es meinem Lieblingsneffen geht. Sag mir, AJ, wem drückst du bisher die Daumen? Bist du in Amitas Hohn nicht Töpfchen gefallen oder haben dich zerbeizbeinende Locken in den Bann gezogen? Hey, jedem das seine, du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist eher nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen, aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team. Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Der Onkel. Dann wissen wir jetzt die Story Bescheid. Dann ist das der Bruder von unserem Vater. Super. Dankeschön für diese kurze Geschichtsstunde. Eieieiei. Here we go. Ja, Rabbi sollen wir auch besuchen. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Durchblick hier, ne? Ihr habt ja wohl nichts dagegen, wenn wir gerade so ein Türmchen auf die Schnelle mitnehmen, ne? Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Kommunikation. Kann man das Radio irgendwie rausreißen? Die Funktürme in Kyrat sind alleiniger Besitz von Pagan Min. Diese Türme zu manipulieren ist ein schweres Verbrechen. Ja, ich weiß. Komisch kommt immer diese Nachricht im Radio, wenn ich einen besteigen möchte. Oder wenn ich gerade an einen vorbeifahre. Möge Pagans Licht sie alle erleuchten. Auch schön. Alles gut, Kumpel? Hier ist schon wieder irgendwie was los draußen. Ach, guck mal.
Okay. Wo ist denn hier der nächste Aufstieg? Ach, halt doch die Klappe. Die kannst du bei mir schon 10-fach aussprechen, Schätzchen. Ja, dann mach das. Sammel ein paar Kugeln, ich brauche ein paar mehr, bis ihr mich trefft. So. Also die Idee mit den Türmen hier, das haben die sich doch sicherlich bei Assassin's Creed abgeguckt, ne? Aber richtig. Ach, das waren noch Zeiten früher. Assassin's Creed 1, 2 und 3, ne? Mit Ezio Auditore. Obwohl, ich muss sagen, jetzt so die neuen Teile haben mich alle gar nicht mehr so gereizt. Aber so die ersten drei, die habe ich schon gesuchtet. Kann aber auch vielleicht daran liegen, dass es was Neues war, ne? So, einmal den Ausblick genießen. Da müssen wir bestimmt auch hinter Quantis. Boah, jetzt halten, Bubble-Schätzchen. Da hängt schon wieder ein Propagandaposter in der Luft. Wie wir das wohl bekommen? Hui! Kyras Schatten. Wir sind noch komplett. Neue Fähigkeit. Auch schon wieder Punkte bekommen. Sehr schön. Schnipp-schnapp, ich schnapp mir mal ein Quad. Wie weit müssen wir denn noch fahren? Ah, gar nicht mehr so weit. Der Nebel lichtet sich. Beutekiste, wo ist denn dieser Ranji? Den sollten wir da auch irgendwie besuchen, ne? Ich sehe das Symbol gar nicht für ihn. Hier ist jetzt nur so eine... Ich glaube, da gucken wir auch mal rein. Es war so ein Koop-Ding, aber... Ach, der Reiz des Unmöglichen ist doch immer irgendwie da, ne? Dass man denkt, ach, das ist eine Mission für 2, 3, aber wenn man sie alleine schafft, ist doch der Erfolgsdurst irgendwie größer, ne? Haben diese Glocken nicht irgendwie wieder was Verborgenes? Hätte man mir vorher gesagt, bei der Eibenmaske, die wir ja vor 2, 3 Folgen gesehen haben, in der Höhle, dass man die auch kaputt schießen darf, hätte ich die ja mitgenommen, ne? Ah. Ist das schon jetzt die Quest mit Raji? Hallo. Ich kenne dich nicht. Ja, so sehe ich das jetzt auch. Nächstes Mal passe ich besser auf. Oh. Schusssichere Weste, die nimmt man noch gerne, ne? Ajay, Namaste. Namaste. Raju erwartet dich bereits im Kloster. Raju, okay. Ein Zettel.
Chal-Yama-Kloster. Ah, der Sohn des großen Moha. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Banashur, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Okay. Ja, du. Dann gehe ich mal. Meine Karte erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erwächst, seine Grenzen zu überschreiten. Okay. Das Leben ist so zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. AJ, Namaste. Namaste. Sei gegrüßt. Was haben wir denn noch übersehen? Hier meine Schale abstellen. Sind wir jetzt erleuchtet? Ja, ich soll zu dir zurückkehren. Hallo. Och Mann. Das will ich gar nicht sehen. Der große Dämon wohnt oh, allen Menschen toll. In. Er verspricht viel und zerstört alles. Die Ziege stirbt, damit Jalung satt ist und weiterschläft. Ach, immer diese unnötigen Opfergaben, ne? Töte Ziege, töte irgendwas, damit der so und so... Ja, genau. Ach, Leute. Naja, mir eben das eine, ne? Wir sind ein spirituelles Volk. Dein Vater verstand das. Mehr als das, er inspirierte andere durch seine Taten. Denk gut über das Geschehene nach, AJ. Werde ich. Darf ich gehen? Weil ich bin jetzt nicht wirklich inspiriert. Hier gibt es jetzt nichts mehr zu tun für uns. Das haben wir ja gelesen. Da können wir nicht rein. Oh. Wir bekommen Besuch. Komm ja schon. Ja.
Tempo. Echt jetzt? Und treffen wir den denn nicht? Wo? Ach nein. So war das gedacht, okay. Dann nochmal, jetzt wissen wir ja Bescheid, ne? Ich laufe ja schon. Oh. Echt da oben? Ihr seid die ganze Zeit da oben und macht nichts. Ihr seid aber auch echt Leute, ne? Da komme ich doch gerade her. Hau ab. Klappt ja wunderbar. Hoppala. Wie will sie gerne, ne? Sie wollen die Türen aufsprengen! Ja, dann mach doch was dagegen. Bin ich denn hier der Einzige, der hier arbeitet? Mann. Naja, gibt's noch mal einen Takedown. 3, 2, 1 und tschüss. Jawohl. Ist es vorbei? Siehst du, das passiert, wenn Menschen die Religion aufgeben. AJ, es hätte noch schlimmer kommen können. Vielen Dank. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, sehr schön. Ein kultureller Austausch abgeschlossen. Hallo, AJ. Hallo. Ja, cool. Sabal.
Die Armee hat das Kloster angegriffen, aber ich habe sie vertrieben. Kyra, sei Dank, dass du da warst, Bruder. Dieser Ort ist ein Symbol für unser Volk. Und es braucht dringend Stabilität. Dein Vater hat das verstanden. Er hätte mehr Männer wie dich gebraucht im Krieg. Supi. Haben wir das Kloster ja befreit, gerettet. Was machst du denn hier? Hast du dich irgendwie verfahren? Naja, danke schön für den Truck. Wir können nicht dienen. Oh. Exzellente Arbeit. Supi. Naja. Scharfschützengewehr hin oder her. Ich bleib doch bei meinem Granatwerfer. So. Ich würde sagen, es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Hey, ich würde das ja weiterlaufen lassen, aber Volles Kürat ist die beste Radioshow aller Zeiten. Mal was Neues. So, wir müssen jetzt die Lieferung, also sprich den LKW, abgeben. Und von daher würde ich sagen, machen wir hier dann erstmal Folgenpäuschen. Das Kloster haben wir ja erfolgreich gerettet, befreit, haben so ein bisschen die Erleuchtung gefunden, was ich zwar nicht so glaube, aber wir haben jetzt wenigstens mal so einen Storyfaden gefunden und können jetzt ein bisschen weiter die Story verfolgen mit Anita und Sabal und wie sie alle heißen. Falls ihr mehr sehen wollt, lasst doch ein Abo da, kommentiert fleißig und ich würde sagen, bis demnächst.